Slimer, willkommen bei einer neuen Folge von Slime Rancher. Ja, heute am Montag geht's natürlich weiter mit Slime Rancher. Ich freue mich besonders drauf. Wir werden versuchen, erstmal das ganze Zeug zu verkaufen, oder? Ja. Oder? Nee, machen wir doch nicht. Die Pogo-Früchte, die haben wir in der letzten Folge irgendwie, ja, zu viel gehabt. Wir brauchen eigentlich nochmal ein neues Silo, finde ich jetzt persönlich. Wir bräuchten nochmal ein neues Silo. Und die Maus, die funktioniert wieder, Freunde. Ich weiß nicht warum. Fragt mich nicht, warum die wieder funktioniert. Das ist eigentlich total bescheuert, weil bei Windows hat die Maus ganz normal funktioniert und hier irgendwie nicht. Das war irgendwie total merkwürdig. Das habe ich auch ehrlich gesagt nicht verstanden. Ja, aber in den Kommentaren stand, dass diese Medistation für Slimes da ist. Aber wie soll das funktionieren? Das ist ja irgendwie Quatsch, weil die Slimes sind ja nie verletzt. Deswegen würde ich das gerne mal ausprobieren, wenn ich den jetzt dahin schieße. Okay, der bleibt da gar nicht liegen. Nochmal? Nee. Frage ich mich echt, wie das Ding hier funktioniert. Das ist echt eine gute Frage. Slime, bleib mal drauf. So. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie der geheilt werden soll, weil die können sich auch nicht verletzen, die Slimes. Deswegen, ich dachte eigentlich, die ist für uns. Oh, den habe ich zu weit rüber geschossen. So, den holen wir natürlich zurück. So. Da rein, bitte. Plots natürlich. Guck mal hier, die Plots liegen hier überall rum. Weil wir einfach zu viel davon haben. Wir produzieren viel zu viel Plot. Das ist extreme. Das ist richtig heftig. So. Moment. Dann haben wir jetzt wieder zu viel in der Hand, ne? Zack. So. Mann, Mann, Mann. Die Pogo-Frucht können wir auf jeden Fall gleich nochmal verfüttern. Da haben wir ja nochmal ein paar Slimes, die auf jeden Fall Hunger haben. So. Ups, hier liegt noch was. Nice. So, wir gucken mal kurz nach dem Futter. Einmal kurz Pogo-Früchte einsammeln, wenn wir schon mal hier sind, in der Nähe vom Garten. So, hier ist schon mal... Oh, wieso ist hier nix? Wieso ist hier nix? Ich habe doch hier extra was angepflanzt. Kann ja nicht sein. No, dann holen wir die Früchte mal runter. No, das ist natürlich immer besser, wenn die vom Baum fallen. Aber heute ziehen wir die mal ab. Es kommen da nicht so viele wie... wie als wenn die runterfallen. Aber ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal. Hier liegen nämlich genug Pogo-Früchte rum. So, okay. Nice. Sieht gut aus im Moment. Sehr, sehr gut. Und ja, die Treppe ist auch neu. Das habe ich nämlich in der letzten Folge auch festgestellt. Da dachte ich mir so, ey, die Treppe sieht ein bisschen anders aus. Aber dann habe ich es gar nicht erwähnt. Aber dann habe ich es nochmal in den Kommentaren gelesen. Da dachte ich mir so, wow, die haben ja recht. Mir ist das aufgefallen, aber irgendwie habe ich dazu gar nichts gesagt. So, wir verkaufen mal. Okay, ihr wollt nochmal, dass hier ein anderer Slime hinkommt. Ich glaube, der Jäger-Slime, falls ich es richtig gelesen habe in den Kommentaren. Tun wir gleich mal hin. Tam. So. Einmal hier durch. Guck mal hier, die haben super viel zu futtern, ne? Das ist ja klasse. Haben wir schon mal das Ganze ein bisschen mehr im Griff. Das ist nicht ja richtig geil. So. Dann verkaufen wir mal das Ding. Beziehungsweise verkaufen, sag ich schon. Füttern die Raffinerie damit. So, rein damit. Ich glaube, von den Kleidplots sind wir sogar voll. Oh. Nein, noch nicht. Gucken wir mal rein. Kleidplots 700 nur. Honigplots sind wir fast voll. Alles klar. Bald haben wir hier alles voll. Pinkplots brauchen wir aber ziemlich, ziemlich viele. Das wird also dementsprechend noch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. So. Hier ist auch nicht so viel, ne? Da müssen wir natürlich die Slimes wieder voll machen. Pinken Slimes. Und das Futter auch irgendwie hier hinbringen. Das wäre vielleicht ganz cool. So, was haben die hier? Ja, ein bisschen haben die was. Ein bisschen. Aber leider nicht so viel. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. 48 und hier auch nochmal 48. Aber wir sind schon fast voll. Zack. So. Lernen wir mal das Ganze. Ihr habt ja doch das ganze Spiel von der letzten Folge, beziehungsweise die Auflösung. Und das Spiel an sich, das, dieses Ratespiel, das war ja schon... Ja, vor 2, 3 Folgen. Das habe ich ja schon angekündigt. Hat euch anscheinend sehr gut gefallen. Können wir gerne nicht jede Folge machen, aber öfter mal, wenn ihr wollt. Weil ich finde das auch ganz lustig, wenn die Leute mal raten. Ist eigentlich ganz cool. So, rein damit. Tun wir mal jetzt wen anders da drauf. Ein Jäger-Slime.
Jäger radioaktiven Slime sogar. Na gut, kommt der halt mit. Ist auch okay. Ja. So. Oh, wir kommen gar nicht hier durch, Leute. Oh mein Gott. Alles klar, das ist natürlich... Ja, das ist natürlich nicht so ideal. Besonders, wenn der hier mich vollstrahlt. Verdammt. Müssen wir den hier außen rumtragen. Ja. Oh, guck mal. Das geht ja auch jetzt weg, die Radioaktivität. Nice. Oh, hier außenrum, ne? Das ist auch was ganz Neues. Ich will den natürlich nicht irgendwie ins Wasser schießen. Da muss ich aufpassen. Der leuchtet aber natürlich so schön im Dunkeln. Ist deswegen ziemlich optimal hier für diesen Platz. Ich weiß zwar nicht den Sinn, warum der dann hier rumhängt und sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Ist mir eigentlich schleierhaft. Aber holen wir uns mal ein paar pinke Slimes. So, hier müssten eigentlich genug rumlungern. Ja, ein paar sind hier. Die Maus funktioniert wieder. Oh, ist das geil. Obwohl die eigentlich schon die ganze Zeit immer funktionieren hätte sollen, ne? So, Phosphor-Slimes wollte ich eigentlich nicht haben. Toll. Ich will nur ein paar pinke Slimes mitnehmen. Pinke Plots können wir natürlich auch einfach mal so einsammeln, wenn die schon so viel rumliegen, ne? Müssen wir weniger produzieren. Ist dementsprechend ganz gut. So. Falls ihr irgendwelche Ideen habt für Slime Rancher, irgendwelche lustigen Challenges oder sowas, ich kann natürlich gerne nochmal versuchen, 1000 Slimes in ein Gehege zu kriegen oder sowas, aber das Spiel wird dann ziemlich, ja, unter der Performance leiden. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel eher ziemlich ruckeln wird. Habe ich ja schon mal probiert. Wenn ihr damit klarkommt und euch das nichts ausmacht, können wir das gerne mal probieren, aber dafür müsst ihr natürlich ein paar Kommentare schreiben, was ihr denn da für Ideen habt. Dann können wir das gerne mal eventuell mal umsetzen. Wäre doch mal auch, glaube ich, ganz lustig. So, Kuküken brauchen wir nicht. Gucken wir mal hier, ob hier noch ein paar pinke Slimes unterwegs sind. Ja, ein paar sind hier unterwegs. Aber nicht so viele. Oh mein Gott, was machst du denn hier, Kollege? Boah, in der Luft abgeschossen, Leute. In der Luft abgeschossen, wow. So. Okay, hier ist nichts. Oh mein Gott, wo kommt der denn schon wieder her? Lass ihn in Ruhe. So, schnell weg hier. Ich glaube, da haben wir alles gesaved. Nein, hier sind auch noch welche. Was ist das denn? Leider haben wir nicht genug Wasser mit. Das ist das Problem. Wir haben nicht genug Wasser, Freunde. Wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr her? Da vorne. Die springen mal so ekelhaft in die Luft, ey. Bam. Krass, das sah geil aus. Nice. 22 nur. Schade, dass man die nicht vermehren kann. Das wäre ganz cool. Wow. Was war das denn? Das war aber ein komisches Mega-Laggen. Ich dachte mir gerade so, was ist das denn? Das ist ja peinlich für mich. Hier so als kleiner YouTuber so eine Qualität abzuliefern. Was ist das denn? Das verstehe ich jetzt nicht, warum das so krass geleckt hat. So, wir gehen gleich mal pennen, Freunde. Oh, den wollte ich eigentlich auch nicht mitnehmen, ne? So, der fliegt da genau richtig. Rein damit. Rein da. So, die pinken Slimes natürlich hier rein. Das Futter auch. Dann können die erstmal ein bisschen futtern. Reicht natürlich nicht für alle. Haut rein, Jungs. Haut rein. So, was hier noch? Hexerwabe liegt da noch rum, okay. Wie lange brauchen wir noch? 11 Minuten. Das heißt, wir können einmal pennen gehen. Und dann müsste das mal ready sein. Dann können wir mal gucken, was wir noch aus diesen blöden Bohrern, Bienenstöcken. Oh, ich gehe schon zum... Nein, hier müssen wir natürlich schlafen gehen. Einer wollte auch, dass ich mal eine Star-Mail vorlese. Können wir natürlich auch machen. Oh, das sind aber viele Mails. Ich glaube, das machen wir mal in der nächsten Folge. Ja, komm, das machen wir mal in der nächsten Folge. Schlafen können wir gar nicht mehr so lang, weil es schon ziemlich Nacht war. So, sind die denn fertig? Ne, die brauchen noch 2 Minuten. Okay, dann werden wir mal uns ein bisschen um Karotten kümmern. Dann gucken wir gleich mal. Wow. Das ist nice. Das ist sehr nice. Das war viel Futter. Oh, die haben nichts zu essen. Wie kann das denn sein? Wie konnte das denn passieren, Freunde? So, merkwürdig. So, die müssen nur also genug zu essen haben. Besonders, weil der Baum ja auch noch voll ist. Und auf dem Boden liegt noch so viel. Wow. Und da sind auch 76 drin. Also im Moment haben wir die schön im Griff mit dem Futter. Brauchen also dementsprechend keine Angst zu haben.
dass das Futter irgendwie rausgeht. Guck mal, das passt sogar nicht mal. So. Okay. Gucken wir mal nach denen hier. Hier wächst auch was. Ja, hier fällt auch was. Oh Mann, ich glaube, ich muss mal ein weiteres Silo bauen. Wir haben im Moment sehr viel Futter, was wir eigentlich nicht wirklich, ja, verbrauchen. Ah, aber wo noch ein weiteres Silo? Ich will hier eigentlich einen Garten haben und nicht komplett alles voller Silos stellen, ne? Das wäre irgendwie ein bisschen blöd. Das ist, aber wir sind voll. Wir sind schon voll, Leute. Wir sind schon voll. Warum ist hier eigentlich... Ich hab doch... Hä? In der letzten Folge... Wollte ich schon gerade sagen. Nein. Am Anfang der Folge. Na gut, dann bauen wir ein Silo hin. Wenn wir schon mal hier sind. Nein, ich bin so blöd, Leute. Ich habe zu schnell gedrückt. Oh Mann, jetzt habe ich schon mal ein paar Tausender. Oh, das ist ja blöd, dass es hier Anbaufläche zerstören direkt steht. Oh Mann, passiert da so ein böser Fehler. Okay, machen wir hier zwei Silos hin. Und fertig. Kümmern wir uns mal darum hier. So. Oh nö, warum ist hier nichts gewachsen? Geht ja gar nicht. Was soll das? Was soll das? Hühnchen, wo seid ihr? Hühner. Hühner, wo seid ihr, meine Lieben? Aber nicht so viele Hühner, ne? Moment hier. Wo seid ihr, wo seid ihr? So. Ach, nö, das gibt's echt... Ah, doch, hier, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Wo seid ihr? Ich hab euch doch gehört. Ich hab euch gehört, meine guten Hühner. Da hinten fliegen, flocken noch ein paar raus. Nice, das gefällt mir, das gefällt mir. Sehr nice, so viele Hühner, ey. Ich mach grad Hühnerbraten, ne? Einen Huhn können wir uns mal gönnen. So, hier waren noch ein paar, oder? Ich glaube, das haben die Treppe haben die auch verändert. Das ist ganz anders, die Treppe, wirklich. Ist mir ja, wie gesagt, in der letzten Folge schon aufgefallen, aber so extrem dann doch wieder nicht. Können wir auf Silo drauf? Ne, können wir nicht. Oder wir haben einfach zu wenig Power. Kann natürlich auch sein. So, Hühner im Marsch! Oh, jetzt haben wir aber nicht... Oh, jetzt haben wir echt gar nicht genug, ne? Ja, okay. Ziemlich wenig. Pogefrüchte, Karotten haben wir nichts. Na Mann, ich dachte eigentlich, wir haben mehr gesammelt. Okay. Okay, die Dinger sind auch fertig. Karotten raus. Pogefrucht raus. So, dann gucken wir mal, was die haben. Also, dasselbe meistens. Spiraldarm vom Uhl. Ansonsten nichts Besonderes. Frag mich gerade, warum der Baum hier wieder verschwunden ist. Was soll das denn? Was soll das? Müssen wir mal alles zehnfach anpflanzen. Oh, hier toll. Jetzt haben wir kein Gemüse hier. Kann man kriegen eine Karotte hier raus? Bitte eine Karotte rausgeben. Maschine. Da können wir leider auch nicht sagen, wann die füttern soll, ne? Ach komm, dann. Nee, ich will eigentlich Karotten anpflanzen, weil die brauchen ja Karotten, die Bösen. Nee, warte mal. Quatsch, Karotten, die brauchen keine Karotten. Wir gucken mal in der Slimepedia bei Slimes. Oh, bei Crystal Slimes. Verzwickte Zwiebel brauchen die, Freunde. Brauchen die verzwickte Zwiebel? Nee, die kriegen wir da vorne nicht. Da müssen wir uns mal in der nächsten Folge drum kümmern. Kriege ich jetzt so auf die Schnelle nicht hin. Leider. Ja, leider. Tut mir leid, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn ich dran denke, schreibt es auf jeden Fall gerne nochmal in die Kommentare, damit ich das bloß nicht vergesse. So. Karotten. Oh, ich bin voll. Kann ich natürlich nichts mehr aufnehmen. Ach, Mann, was mache ich denn? Ich bin total verwirrt. Ich bin richtig verwirrt. Pure Früchte natürlich nicht, ne? So. Erstmal Karotten einsammeln. Nice, läuft. Sehr gut. Oh, das ist ein guter Fang. Das ist eine gute Ernte. Sehr gute Ernte sogar, ehrlich gesagt. So, voll machen. Ups. So, den Rest holen wir mal. Wow, es sind ziemlich viele Karotten. Das ist nice. Das ist eine sehr gute und vorbildliche Ernte. Das ist ein guter Tag heute. 41, die haben noch 49. Okay, dann kriegt ihr die. Bei Handfüttern. Haut rein, meine guten Slimes. Haut rein. Haut rein. Wow, das geht ab, ey. Das geht richtig ab. So, fangen wir mal mit dir an. Ah, nur Mist. Was hast du hier?
Auch nur Mist. Und du? Denselben Mist, alles klar. So, was hast du? Mann, warum geben die mir keine guten Sachen mehr? Das ist doch elendig. Nur so blöde Glibbersteine und Slime-Fossilien. Und von denen kriege ich immer Uröl und Spiraldampf. Irgendwas mache ich falsch, oder? Schreibt mir eventuell in die Kommentare, was hier... Oh, da ist einmal Lavastaub. Das ist schon mal gut. Was hast du hier? Das war jetzt mal was Neues, Freunde. Mal Lavastaub zu fangen. Beziehungsweise zu erbohren oder zu pumpen. So. Alles raus. Mann, ich bin ja echt am Sammeln, ne? Richtig krass am Sammeln. Wie lange brauchen die denn, hä? Ach, die sind noch nicht... Ach, die waren gerade. Ah, hier sind die Bienenstöcke. Och nö, immer dieses Zoomwachs und Hexerwabe, wo ich mir denke, was soll das? Was soll der Mist? Ja? Och nö, nichts Besonderes, Freunde. Echt gar nichts Besonderes, ne? Guckt euch das an. Guckt euch den Mist an. Ja. Oh, guck mal. Hier wird das gar nicht schnell gemacht, weil ich zu weit wegstehe. Weißt du das gar nicht, dass ich so nah dran stehe? Ups. So, haben wir da hinten? Haben wir? Das Ding haben wir auch schon. Wow. Okay. Nice. So, ich muss nochmal... wie kommen wir am besten dahin? Am schnellsten um verzwickte Zwiebel. Eigentlich wollte ich das ja in der nächsten Folge machen. Ich glaube, das machen wir auch in der nächsten Folge. So, Karotte, hier rein. Ah, Mann. Ich weiß es nicht. Ich muss mir überlegen, wie wir verzwickte Zwiebeln am schnellsten und am einfachsten holen. Oh, die waren ja sehr produktiv. Ich meine, die geraten natürlich hier auch ein bisschen in Vergessenheit. Weil man hier so selten vorbeischaut, ne? Man schaut hier echt sehr, sehr selten vorbei. So, zack. Jetzt haben wir hier Uröl. Kann man aufs Uröl eigentlich verkaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da werden ja nur Plots angenommen. Das wäre ganz cool. Und ich habe noch in den Kommentaren gelesen, dass... Mann! Ja, jetzt kommt's. Jetzt kommt's nämlich, die böse Überraschung, beziehungsweise das, was ich eigentlich für nicht möglich halte. Man kann einen Goldslime auf die Tarbühne setzen. Da müsst ihr mir aber genau sagen, wie das funktionieren soll, weil die Goldslimes, die können wir ja nicht einfangen. Wie sollen wir den dann da hinschießen? Kann das sein, dass er hier auftauchen muss und wir den mit Q hier dagegen schießen müssen? Das kann natürlich funktionieren, aber anders kann ich mir das echt beim besten Willen nicht vorstellen. Schreibt es aber gerne mal in die Kommentare. Ansonsten machen wir, glaube ich, hier schon mal Schluss und sehen uns dann morgen. Ja, morgen. Wieder selbe Uhrzeit. Wieder, Freunde. Also schaltet morgen wieder ein. Danke fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat. Wie immer, Daumen hoch lassen. Was hat es in der letzten Zeit ein bisschen abgenommen. Finde ich ein bisschen schade. Falls ich irgendwas schlecht gemacht haben sollte... Schreibt es natürlich immer gerne in die Kommentare. Ich bin sehr offen für Kritik. Und auch, ja, was ich falsch mache und richtig mache, könnt ihr gerne auch mal erwähnen. Ist mir sehr lieb. Das hilft mir auf jeden Fall weiter, um den Kanal weiterzuentwickeln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Slime Rancher.